Liebe Hanna, hab herzlichen Dank für eure Ostergrüße, für deren Erwiderung es nun aber zu spät ist. Ich hoffe, dass dich diese Zeilen noch bis übermorgen erreichen. Klassentreffen findet am 17. Mai in Grimma statt, gerade festgelegt, und die Briefe gehen erst in den nächsten Tagen los. Nur du sollst es sofort bzw. vorher erfahren. Ich habe mich riesig über den Zeitungsausschnitt gefreut, wegen des Knebelschen Gartenhauses. Übrigens geht meine Frau vom 18. bis 29. April auf Rentnerreise. Wir armen Männer sind zu bedauern. Ostern waren wir 3 Tage in Dresden. Alles Gute für die Reisetanten, die armen Männer und viele herzliche Grüße für dich und deinen lieben Mann, eure Bonenz. Dear Hanna, thank you very much for your Easter greetings, but it is too late to reply now. I hope that these lines will reach you no later than the day after tomorrow. The class reunion will take place on May the 17th in Grimma, just decided, and the letters will be sent the following days. Only you will know immediately before then. I was very happy about the newspaper clipping because of the Knebelsche Gartenhaus. By the way, my wife is going on a pensioner trip from April the 18th until the 29th. We poor men are to be pitied. Easter we spent 3 days in Dresden. All the best to the lucky ladies, the poor men, and many warm greetings to you and your dear husband, your Bonenz. Ich bin voll gemäht, Glenn. Wo denn?